Hallo liebe Zuschauer. In diesem Video lernen wir gemeinsam die kausale Präpositionen. Aus. Vor. Wegen. Aufgrund. Infolge. Angesichts. Dank. Anlässlich. Kraft. Mangels. Und dazu für jede Präposition 20 alltägliche Beispielsätze. Los geht's! Die Präposition aus plus Dativ. Hören Sie Beispielsätze. Sie hat aus Neugierde das Buch gelesen. Ich bin aus Langeweile spazieren gegangen. Er handelt aus Verzweiflung heraus. Wir lachen oft aus Freude. Sie hat aus Überzeugung gehandelt. Er hat aus Angst die Tür verschlossen. Ich trinke meinen Kaffee aus Genuss. Die Entscheidung wurde aus Mangel an Alternativen getroffen. Er hat aus Unachtsamkeit den Schlüssel vergessen. Wir haben aus Zuneigung gehandelt. Sie weinte aus Trauer. Er hat aus Notwendigkeit herausgeholfen. Ich lese aus Interesse an verschiedenen Themen. Das Gericht wurde aus Hunger schnell zubereitet. Sie hat aus Pflichtgefühl gehandelt. Er sprach aus Rücksicht leiser. Wir lachen oft aus Glück. Sie hat aus Dankbarkeit gehandelt. Ich kaufe das Geschenk aus Liebe. Er hat aus Verantwortungsbewusstsein gehandelt. Die Präposition vor plus Dativ. Hören Sie Beispielsätze. Sie hat vor Freude geweint. Er hat vor Wut den Tisch umgeworfen. Ich habe vor Schreck einen Schrei ausgestoßen. Sie zitterte vor Kälte. Er ist vor Begeisterung gesprungen. Wir haben vor Aufregung kaum geschlafen. Das Kind hat vor Müdigkeit geweint. Sie hat vor Scham rot angelaufen. Er ist vor Stolz fast geplatzt. Ich habe vor Trauer den ganzen Tag geweint. Sie ist vor Verlegenheit errötet. Er hat vor Überraschung die Augen weit aufgerissen. Wir haben vor Erschöpfung kaum noch laufen können. Das Tier hat vor Hunger gefiebt. Sie ist vor Glück auf die Knie gesunken. Er hat vor Schmerz geschrien. Ich habe vor Enttäuschung geweint. Sie ist vor Neugier fast geplatzt. Das Baby hat vor Schreck aufgeschrien. Er ist vor Aufregung nervös geworden. Die Präposition wegen plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Sie konnte wegen des starken Regens nicht zum Sportunterricht gehen. Er wurde wegen seiner schlechten Noten von seinen Eltern bestraft. Ich habe wegen der Hitze Kopfschmerzen bekommen. Sie kam zu spät zum Meeting wegen des Staus auf der Autobahn. Wir mussten wegen des Streiks einen anderen Flug buchen. Er konnte wegen seines gebrochenen Arms nicht am Sportwettkampf teilnehmen. Das Konzert wurde wegen des Unwetters abgesagt. Sie hat wegen ihres allergischen Reaktionen auf den Pollen viel genießt. Er wurde wegen seiner aggressiven Fahrweise von der Polizei angehalten. Wir mussten wegen des defekten Autos den Mechaniker rufen. Sie konnte wegen ihres vollen Terminkalenders nicht am Abendessen teilnehmen. Er wurde wegen seiner Unhöflichkeit von seinen Kollegen gemieden. Ich musste wegen meiner Grippe eine Woche im Bett bleiben. Sie bekam wegen ihrer verspäteten Lieferung eine Entschädigung. Er wurde wegen seiner unerlaubten Abwesenheit vom Unterricht bestraft. Wir haben wegen des lauten Nachbarschaftslärms kaum geschlafen. Sie konnte wegen ihres gebrochenen Fußes nicht am Marathon teilnehmen.
Er wurde wegen seines unangemessenen Verhaltens aus der Bar geworfen. Wir mussten wegen des starken Windes das Zelten abbrechen. Sie hat wegen ihres drohenden Jobverlusts große Sorgen. Die Präposition aufgrund plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Die Veranstaltung wurde aufgrund eines technischen Defekts abgesagt. Sie konnte nicht kommen aufgrund eines familiären Notfalls. Er wurde aufgrund seines schlechten Benehmens aus dem Restaurant geworfen. Das Projekt wurde aufgrund eines Mangels an finanziellen Mitteln gestoppt. Sie musste aufgrund einer plötzlichen Krankheit ihren Urlaub stornieren. Der Flug hatte aufgrund des starken Gewitters Verspätung. Er wurde aufgrund seiner hervorragenden Leistungen befördert. Sie konnte nicht rechtzeitig am Treffen teilnehmen aufgrund eines Verkehrsstaus. Die Schule wurde aufgrund eines Wasserrohrbruchs geschlossen. Die Reise wurde aufgrund eines Todesfalls in der Familie abgebrochen. Er verpasste den Termin aufgrund einer vergessenen Erinnerung. Das Konzert wurde aufgrund einer Doppelbuchung verschoben. Sie konnte ihren Beitrag nicht leisten aufgrund einer unerwarteten Arbeitslosigkeit. Die Veranstaltung endete frühzeitig aufgrund einer Sicherheitswarnung. Er konnte nicht teilnehmen aufgrund eines persönlichen Konflikts. Das Spiel wurde aufgrund einer Verletzung des Hauptspielers abgebrochen. Sie musste die Präsentation verschieben aufgrund eines Stromausfalls. Die Produktion wurde aufgrund eines Materialmangels eingestellt. Die Veranstaltung wurde aufgrund eines Streits zwischen den Organisatoren abgesagt. Er konnte nicht antworten aufgrund eines leeren Akkus seines Telefons. Die Präposition in Folge plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Er musste ins Krankenhaus infolge einer Lebensmittelvergiftung. Das Meeting wurde abgesagt infolge eines Stromausfalls. Sie mussten umziehen infolge eines neuen Jobangebots. Die Schule wurde geschlossen infolge eines Schneesturms. Er verlor seinen Job infolge einer Unternehmensfusion. Das Gebäude wurde evakuiert infolge eines Brandalarms. Die Veranstaltung wurde verschoben infolge eines Terminkonflikts. Sie musste ihr Studium abbrechen infolge finanzieller Probleme. Die Straße wurde gesperrt infolge eines Unfalls. Er erlitt einen Herzinfarkt infolge von übermäßigem Stress. Das Geschäft ging bankrott infolge schlechter Geschäftsentscheidungen. Der Zug hatte Verspätung infolge einer Signalstörung. Die Ernte fiel schlecht aus infolge einer Dürreperiode. Er musste ins Krankenhaus infolge eines Autounfalls. Das Haus wurde beschädigt infolge eines starken Sturms. Die Veranstaltung war ein Erfolg infolge harter Arbeit und Planung. Der Flug wurde abgesagt infolge eines technischen Problems. Die Bewohner mussten evakuiert werden infolge eines Chemieunfalls. Sie fiel in Ohnmacht infolge eines Schocks. Der Verkehr kam zum Erliegen infolge einer Demonstration auf der Straße. Die Präposition angesichts plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Angesichts des schlechten Wetters entschieden sie sich, zu Hause zu bleiben. Angesichts der steigenden Mieten ist es schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Angesichts der zunehmenden Umweltverschmutzung sollten wir alle unseren Beitrag leisten. Angesichts der knappen Zeit sollten wir uns beeilen, um den Zug zu erwischen. Angesichts der drohenden Gefahr entschieden sie sich, zu evakuieren. Angesichts des Verkehrsstaus werden wir wahrscheinlich zu spät kommen. Angesichts der großen Auswahl fiel die Entscheidung schwer.
Angesichts der aktuellen Lage sollten wir besonnen handeln. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten müssen wir unsere Ausgaben überdenken. Angesichts der bevorstehenden Prüfungen sollten wir mehr Zeit mit dem Lernen verbringen. Angesichts der hohen Anzahl an Bewerbern ist es schwer, einen Job zu finden. Angesichts der vielen Verletzten wurden zusätzliche Krankenwagen gerufen. Angesichts der angespannten Beziehung zwischen den Ländern ist eine diplomatische Lösung notwendig. Angesichts des großen Andrangs war es schwierig, einen Parkplatz zu finden. Angesichts der knappen Ressourcen müssen wir effizienter wirtschaften. Angesichts der schweren Krankheit ihrer Mutter war sie besorgt um ihre Familie. Angesichts des Sonnenuntergangs entschieden sie sich für einen romantischen Spaziergang am Strand. Angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit suchen viele nach alternativen Einkommensquellen. Angesichts der schlechten Lichtverhältnisse war das Fotografieren schwierig. Angesichts der aktuellen politischen Lage sind viele besorgt um die Zukunft des Landes. Die Präposition dank plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Dank seiner guten Planung konnten wir den Zug noch rechtzeitig erwischen. Dank Ihrer Hilfe haben wir das Problem schnell gelöst. Dank seines großzügigen Angebots konnten wir viel Geld sparen. Dank des schönen Wetters konnten wir den Tag am Strand genießen. Dank Ihres Einsatzes wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Dank seines Engagements konnte die Veranstaltung reibungslos ablaufen. Dank seiner schnellen Reaktion konnte er den Unfall vermeiden. Dank Ihres Ratschlags habe ich eine gute Entscheidung treffen können. Dank seines Fachwissens konnten wir das Problem schnell identifizieren. Dank seiner finanziellen Unterstützung konnten wir das Haus renovieren. Dank Ihres Vertrauens konnte ich die Herausforderung meistern. Dank seiner Geduld konnte er den schwierigen Kunden beruhigen. Dank Ihrer Kochkünste haben wir ein köstliches Abendessen genossen. Dank seines Verständnisses konnten wir eine Lösung finden. Dank ihrer Ausdauer konnte sie den Marathon erfolgreich beenden. Dank seines Einsatzes konnten wir das Fußballspiel gewinnen. Dank ihres Talents konnten wir eine beeindruckende Präsentation erstellen. Dank seiner Fürsorge konnte sie sich schnell erholen. Dank seiner Unterstützung habe ich mich beruflich weiterentwickeln können. Dank seines freundlichen Auftretens konnten wir eine positive Atmosphäre schaffen. Die Präposition anlässlich plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Anlässlich Ihres Geburtstags haben wir eine Überraschungsparty organisiert. Anlässlich Ihres Abschlussjahres haben Sie eine Abschlussfeier veranstaltet. Anlässlich Ihres Jubiläums haben Sie ein Festessen ausgerichtet. Anlässlich Ihres Umzugs haben Sie eine Einweihungsparty gegeben. Anlässlich Ihres neuen Jobs haben wir Sie zum Abendessen eingeladen. Anlässlich Ihres Babys haben Sie eine Babyshower-Party veranstaltet. Anlässlich Ihres Ruhestands haben wir eine Abschiedsfeier organisiert. Anlässlich Ihres Krankenhausaufenthalts haben wir ihr Blumen geschickt. Anlässlich Ihres Abschieds haben wir ein Abschiedsgeschenk besorgt. Anlässlich Ihres Hochzeitstags haben Sie ein romantisches Abendessen geplant. Anlässlich Ihres Beförderungsjahres haben wir ihr gratuliert. Anlässlich Ihres Urlaubs haben wir Ihnen eine gute Reise gewünscht. Anlässlich Ihres Bachelorabschlusses haben wir Sie zum Essen eingeladen. Anlässlich Ihres Umzugs haben wir Ihnen beim Packen geholfen. Anlässlich Ihres Eintritts in den Ruhestand haben wir eine Feier veranstaltet.
Anlässlich Ihres neuen Hauses haben wir Ihnen eine Hauswärmerparty gegeben. Anlässlich Ihres Geburtstags haben wir Ihr ein Geschenk überreicht. Anlässlich Ihres Unfalls haben wir Ihnen Blumen und Genesungswünsche geschickt. Anlässlich Ihres Auslandsaufenthalts haben wir Sie zum Abschiedsessen eingeladen. Anlässlich Ihres Wiedereinstiegs in den Beruf haben wir Sie unterstützt und ermutigt. Die Präposition Kraft plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Kraft seines Wissens konnte er das Problem lösen. Die Entscheidung wurde Kraft des Gesetzes getroffen. Kraft ihrer Erfahrung konnte sie das Projekt erfolgreich leiten. Kraft ihrer Autorität hat die Lehrerin die Klasse ruhig gestellt. Der Manager konnte Kraft seiner Führungsfähigkeiten das Team motivieren. Kraft seiner Entschlossenheit hat er die Herausforderung gemeistert. Die Veranstaltung wurde Kraft der Genehmigung des Bürgermeisters durchgeführt. Kraft ihrer Leidenschaft konnte sie ihre Ziele erreichen. Der Arzt handelte Kraft seines Gewissens im besten Interesse des Patienten. Kraft ihrer finanziellen Mittel konnte sie sich ein neues Auto leisten. Der Anwalt konnte Kraft seines Fachwissens den Fall gewinnen. Kraft ihres Einflusses konnte sie die Meinung der Gruppe ändern. Der Geschäftsmann konnte Kraft seiner Kontakte gute Deals abschließen. Kraft ihrer Begabung konnte sie das Musikstück meisterhaft spielen. Der Richter konnte Kraft seiner Autorität ein gerechtes Urteil fällen. Kraft seiner Beliebtheit wurde er zum Klassensprecher gewählt. Der Wissenschaftler konnte Kraft seiner Forschungsergebnisse neue Erkenntnisse gewinnen. Kraft ihrer Ausbildung konnte sie die Prüfung erfolgreich bestehen. Der Sportler konnte Kraft seines Trainings seine Leistung verbessern. Kraft seiner Überzeugungskraft konnte er die Kunden von seinem Produkt überzeugen. Die Präposition mangels plus Genitiv. Hören Sie Beispielsätze. Mangels eines Regenschirms mussten wir im Regen stehen bleiben. Mangels einer besseren Option haben wir uns für dieses Restaurant entschieden. Mangels einer klaren Anleitung war es schwierig, das Gerät zu bedienen. Mangels eines Ersatzteils konnte die Reparatur nicht abgeschlossen werden. Mangels einer rechtzeitigen Benachrichtigung haben wir das Treffen verpasst. Mangels eines sicheren Rückzugsorts mussten wir draußen übernachten. Mangels einer ausreichenden Vorbereitung fiel die Präsentation schlecht aus. Mangels eines funktionierenden Aufzugs mussten wir die Treppe benutzen. Mangels einer angemessenen Entschuldigung war es schwer, das Vertrauen wiederherzustellen. Mangels eines gültigen Ausweises konnte er nicht einchecken. Mangels einer besseren Idee haben wir uns für einen Spaziergang entschieden. Mangels einer Alternative mussten wir den teuren Weg nehmen. Mangels einer klaren Strategie war das Projekt zum Scheitern verurteilt. Mangels eines Fahrzeugs mussten wir zu Fuß gehen. Mangels einer besseren Lösung haben wir uns für diesen Kompromiss entschieden. Mangels einer angemessenen Ausrüstung konnten wir nicht weitermachen. Mangels eines besseren Angebots haben wir diese Wohnung gemietet. Mangels einer ordentlichen Organisation lief das Event chaotisch ab. Mangels einer ausreichenden Vorbereitung fielen die Ergebnisse enttäuschend aus. Mangels einer klaren Richtlinie wussten wir nicht, wie wir vorgehen sollten.